Rahmen der Arbeit für eine Uraufführung ist es so, dass man im Laufe der Proben feststellt, dass es Dinge gibt, die man noch braucht oder vielleicht Dinge geschrieben hat, die gar nicht mehr so nötig sind, weil man sie in eine andere Zählform gebracht hat. Deshalb ist das ein bisschen ein Fluidum, ein flüssiger Prozess. Es gibt nichts, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann. Aber ich persönlich finde das eine tolle Herausforderung. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir das Ganze in die Reihenfolge quasi zusammensetzen und sehen, wie sind die großen Bögen und erzählt sich das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir sind selber im Moment sehr gespannt. Der ganze Look dieser Geschichte wird völlig neu sein und das werden die Zuschauer zusammen mit uns am Premierenabend erleben. Und ich bin sicher, dass die Zuschauer ein ganz außergewöhnliches Bühnenerlebnis zum Schluss im Oktober zur Premiere sehen können.